werde jetzt auch noch ein paar Worte verlieren. Und zwar orientiere ich mich an einem Schild, das uns da gegenüber gerade hochgehalten wird. Meine Meinung, ihr seid widerlich. Ich werde euch jetzt erzählen, was ich für widerlich halte, was ich für falsch halte. Ja, ja, nein, nein, halt ruhig hoch, aber noch ein bisschen höher, ich sehe es sonst nicht. Danke. Wir haben ja vorher schon von Frau von Beverförde ein paar Sachen gehört über die Entwicklung, über die Grundlagen und über diese ganzen Konzepte, über den Dr. Kentler, über seinen Schüler Uwe Sielert. Zu Uwe Sielert einen ganz kurzen Abriss noch einmal. Er hat ein Buch herausgegeben, zusammen mit Frank Herrath, ein Aufklärungsbuch für Kinder und ihre Eltern mit Bildern von Frank Ruprecht. Was sieht man in diesem Buch? Sie können sich diesen Zettler gern anschauen, ich werde ihn da liegen lassen. Sieht man absolut kindesunwürdige Bilder. Die Würde des Kindes ist nämlich meistens das Erste, was fällt. Das Kind wird gesehen als sexuelles Wesen, als rein sexuelles Wesen, das so früh wie möglich aufgeklärt werden soll, am besten quasi am ersten Tag seiner, also am Tag seiner Geburt noch. Ein Wesen, das eine Würde, so wie wir sie verstehen, gar nicht mehr hat, sondern nur noch eine sexuelle Leinwand ist, auf die dann die Gesellschaft, so eben die Gender-Theorie, auf die dann eben die Gesellschaft eine bestimmte Rolle projiziert. Dem widersprechen wir natürlich massivst, weil es ein vollkommener Unsinn ist. Jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß, wie Kinder sind. Kinder sind neugierig, Kinder sind unschuldig, sind interessiert an der Welt. Kinder schreien, wenn sie etwas nicht mögen und lachen und freuen sich, wenn sie etwas mögen. Sie hüpfen herum, sie lernen die Welt mit ihren Händen und Augen kennen und sie lernen die Welt vor allem durch ihre Eltern kennen. Die Kinder schauen immer auf ihre Eltern. Sie schauen darauf, wie reagiert die Mutter, wenn ich das mache? Wie reagiert mein Vater, wenn ich das mache? Wie reagiert mein Umfeld? Das ist die Art und Weise, wie Kinder denken. Ein Kind fragt nicht nach seiner sexuellen Orientierung. Und bei allen Gegendemonstranten, mit denen ich bisher gesprochen habe, bei den vergangenen Veranstaltungen, wurde dem auch nicht widersprochen. Die meisten sagen mir Folgendes. Ich habe begonnen, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, als ich 15 war, als ich 16 war, als ich 17 war, teils auch erst später. Mit anderen Worten, in dem vollkommen normalen Alter, in dem man sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt. Nämlich, wenn der Körper beginnt, mit der Pubertät die sexuellen Hormone erst wirklich zu schieben. Davor sind die nämlich quasi tot. Das wissen wir auch schon aus der Geschichte, das wussten alle unsere Vorfahren. Das ist eigentlich wissenschaftlich vollkommen erwiesen. Die Würde des Kindes hat aber noch etwas ganz anderes, das für uns wichtig ist. Und genau da rufe ich Sie auf, eben aktiv zu werden in Deutschland, die Würde des Kindes voranzutreiben. Kinder müssen altersgerecht aufgeklärt werden. Eine altersgerechte Aufklärung entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kindes. Nein, was soll denn das? Das, was ich sage, soll das. Haben Sie was gegen Lehrer? Ich habe nichts gegen Lehrer, nein. Ja, aber da steht da 600. Hören Sie zu, ich werde gleich was dazu sagen. Also, es ist eben so, dass Kinder altersgerecht erzogen werden sollen. Wenn ein Kind klein ist und noch ganz, ganz schwach, dann muss es geschützt werden, grundsätzlich. Das wissen alle. Eltern wissen das, das Kind muss an der Hand genommen werden, wenn es mit einem durch die Straße geht, damit es nicht unabsichtlich vor eine Straßenbahn oder ein Auto läuft. Dem Kind muss gesagt werden, wann es genug ist, wenn es isst, damit es nicht überisst und einem schlecht ist. Und dem Kind muss eben überall rechtzeitig die Grenze vorgesetzt werden und überall muss rechtzeitig erwähnt werden, wann es etwas gut macht. Das ist Kindererziehung. Die einzigen, die das Kind genug im Auge behalten können, nämlich rund um die Uhr, sind die Eltern. Natürlich gibt es immer wieder auch Fälle, in denen die Eltern nicht da sind, in denen sie entweder verhindert sind oder generell aus der Welt sind. Das ist nicht sehr schön, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es trotzdem eine sehr schöne Situation wäre, wenn sie da sind. Der Staat, und jetzt komme ich zur Frage des Herrn, der da mit mir reden wollte, der Staat hat eine ganz andere Aufgabe. Der Staat hat die Aufgabe, den vernunftbegabten Menschen, der dann in ein Alter kommt, wo er sich eben für mehr interessiert, als nur, dass es die Eltern wissen, auch in ganz anderen Fächern noch zu unterrichten. Dazu gehört ganz klassisch die Allgemeinkunde, also der Sachunterricht, heißt das in einigen Bundesländern, glaube ich, anderen heißt es wieder anders. Dazu gehört auch ein bisschen der Sport dazu. Dazu gehört dann Geschichte, Geografie, irgendwann kommt dann auch Mathematik dazu, damit ich eben lerne, wie ich in der Welt umgehen kann, wie ich die Dinge erschließen kann. Es kommt dazu die Sprache, die Fremdsprachen, ganz wichtig.
Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Es kommt dazu ein Verständnis für die Welt mit der Physik, der Chemie oder Chemie, je nachdem, wie man es ausspricht, und natürlich auch der Biologie. Und in der Biologie kommen wir unweigerlich irgendwann zur Sexualkunde. Und die Sexualkunde ist ein Unterrichtsfach wie jedes andere, das dann unterrichtet werden soll, wenn die Kinder bereit sind, es zu verstehen. Ich beginne ja auch nicht, Philosophieunterricht in der Grundschule durchzuführen. Das wäre vollkommen unsinnig, weil Kinder es gar nicht verstehen können. Also selbst wenn ich wollen würde, dass die Sexualpädagogik der Vielfalt unterrichtet werden würde, was ich nicht persönlich will, wäre ich der Meinung, dass es nicht so früh geschehen soll, weil das Kind das noch gar nicht verstehen kann. Das ist die erste Sache. Zur Würde des Kindes kommt dann der zweite Punkt dazu, dass die Sexualpädagogik der Vielfalt sich ja gar nicht am Kind orientiert, sondern sich an einer von einzelnen, sehr kruden Menschen, teilweise, wenn man ihre Vita liest, wie gesagt, Dr. Kentler, Uwe Sielert, ganz prominente Menschen. Uwe Sielert hat auch im weitesten Feld damit an diesen WHO-Standards gearbeitet, also es ist eine ganz unangenehme Bagage an Leuten, dass die Würde des Kindes gar nicht im Auge haben, sondern im Auge haben sie nur, dass das Kind gefälligst die alten, verkommenen Ideale aufbrechen soll. Uwe Sielert sagt das noch viel deutlicher. Uwe Sielert sagt sogar in einem Text, dass es die Kernfamilie vergessen soll, sein Geschlecht vergessen soll, etc. Also Uwe Sielert ist so radikal, dass er sagt, Kinder sollen ihr Geschlecht vergessen. Sagen Sie mir mal bitte, wie man etwas vergessen soll, was man täglich zwischen den Beinen trägt. Das ist nämlich gar nicht möglich. Also es ist eine vollkommene Körper- und Biologiefeindlichkeit und damit eine Tatsachenfeindlichkeit, die generell dieser ganzen Lehre zugrunde liegt. Und das müssen wir einfach erkennen. Jetzt haben wir natürlich ein paar Gegendemonstranten stehen, die sich sehr, sehr freundlich mit uns unterhalten, was sehr erfreulich ist. Und deswegen will ich auch auf ein paar Argumente eingehen, die wir immer wieder hören und die mir sehr wichtig sind. Es wird kolportiert, dass wir Homo-Hasser sind. Für Sie zur Info, wir sind selbstverständlich keine. Es wäre ja vollkommen hirnrissig. Ich gehe doch nicht durch die Welt und sage, oh, ja, die hasse ich alle. Ich kenne sie zwar gar nicht, aber ich hasse sie. Das ist ganz furchtbar. Wir sind der Meinung, dass man überhaupt gar nicht hassen sollte. Also ist was sehr Unschönes. Deswegen auch der Titel Hassbus als angebliche Beleidigung natürlich eine vollkommene Themenverfehlung ist, die nicht funktioniert. Die auch uns gar nicht trifft und uns auch in unserem Geiste nicht vom Kampf abhält. Weil Hass verbreiten wir garantiert nicht. Man kann sich unsere Broschüren durchlesen. Wir hetzen nicht und wir lügen auch nicht. Wir arbeiten mit Quellen und Wissenschaft, also das, was man eigentlich tun sollte. Über uns wird gesagt, dass wir Sexualkundeunterricht abschaffen wollen. Auch nochmal zur Information, das wollen wir natürlich nicht, wie ich gerade vorher schon erwähnt habe. Wir wollen nur, dass er kindgerecht im richtigen Alter passiert, wenn das Kind auch ein Bedürfnis hat, das alles zu erforschen. Und dass man nicht in einem Kind ein Bedürfnis so früh weg, obwohl es hormonell und körperlich noch gar nicht bereit wäre, dem nachzugehen in der richtigen Form. Und wir wollen aufpassen, dass nicht Pädagogen etwas zugemutet wird, was eigentlich schon in den pädophilen Bereich kommt. Also wenn Pädagogen angeleitet werden sollen, Grundschüler und noch schlimmer Kindergartenkinder das Masturbieren beizubringen, dann läuft irgendwas aber gewaltig falsch in einem Lehrplan. Also das kann mir kein Mensch sagen, dass das in irgendeiner Form natürlich ist. Uwe Sielert spricht sogar davon ganz klar, der sagt, wir müssen eine Naturifizierung, nennen das irgendwie, also ein Gegenentwurf zur Natürlichkeit will er haben. Er will eine rein konstruierte Gesellschaft haben, eine Gesellschaft, die wir uns täglich neu entwerfen. Das Ganze ist im Endeffekt auch der Grund, warum diese ganzen Gegenargumente immer sehr wirtschaftsfern sind, warum sie sehr realitätsfern sind und vor allem, warum sie sehr fern von den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder sind. Weil sie nämlich etwas konstruieren wollen, eine Art neue, heile Welt. Es wird immer besprochen und erzählt, dass es nämlich so wäre, dass wenn wir alle dauernd alles akzeptieren, was um uns herum passiert, dann ist alles, sind wir alle friedlich, da sind wir alle glücklich. Keiner denkt an die ganzen Krankheiten und psychischen Belastungen, die entstehen, wenn man ganz junge, kleine Kinder mit solchen enormen Fragen belastet. Ein kleines Kind, das darf sich laut Taschengeldparagraf gerade mal eine Wurstsemmel kaufen, also eine Butterstulle oder sonst was. Es darf sich ein kleines Getränk kaufen, es darf nicht mal einen größeren Vertrag abschließen, geschweige denn wählen, geschweige denn überhaupt irgendwas selbstständig entscheiden. Aber ihm zuzumuten, über diese ganz grundlegende, riesige Frage nachzudenken, obwohl sein Körper noch nicht mal bereit dafür ist, das ist einfach eine Niederträchtigkeit, eine Gemeinheit. Wir wollen ja auch nicht, dass Kinder körperlich arbeiten, wie Sie wissen, das ist auch verboten zu Recht, weil Kinder auch noch gar nicht, abgesehen von der Unschuld, die sie im Herzen haben, noch gar nicht körperlich bereit wären, das zu tun. Und genauso sind sie eben nicht körperlich bereit, anderes zu schaffen.
Ich glaube, Ihnen allen ist das klar, aber das muss unter die Leute gehen. Die meisten wissen das nicht. Die meisten glauben, die Sexualpädagogik der Vielfalt und all das, was wir hier bekämpfen mit unserem Bus, ist nichts anderes, als dass man in der Schule halt sagt, übrigens, Homosexualität ist in Ordnung. Darum geht es aber gar nicht. Darum geht es weder in den ganzen Bildungsplänen, darum geht es nicht in den Aussendungen, darum geht es nicht in den Handreichungen. In Handreichungen geht es explizit darum, dass Kinder als sexuelle Wesen möglichst früh mit möglichst allen konfrontiert werden sollen. Frau von Weberförder hat es vorher vorgelesen, mit ganz grauslichen Sexualpraktiken, die zu Recht erst ab 18 zugänglich sind überhaupt, weil sie eben selbst vom Staat gesehen werden als etwas Gefährliches. Die werden ganz einfach propagiert. In der Handreichung des Berliner Senats an die Lehrer, die eben auch die ab der 4., 5. Klasse unterrichten, ich glaube 5. Klasse aufwärts unterrichten sollen, steht drinnen, dass es wichtig ist, dass die Kinder sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Es wird explizit auf eine Homepage verwiesen, die heißt Siegessäule, glaube ich, ein Führer für LGBTQ-Lebensweise in Berlin. Und dort sollen sie informieren über das Angebot dieser Homepage. Das steht in der Handreichung drin. Das ist ein offizielles Berliner Senatsdokument. Das ist also gar nicht ungefährlich. Was findet man da drin? Man findet Puffs. Man findet Puffs und viele Bordelle drin. Man findet Sexshops. Man findet Sadomaso-Geschäfte etc. Man findet lauter Sachen, lauter Bars etc., die dem Kind rein schon rechtlich gar nicht zugänglich sind. Das heißt, das Kind wird mit etwas konfrontiert, nachdem er nach geltendem deutschen Recht gar keinen Zugang hat. Also da sieht man schon den Widerspruch in dem Ganzen. Man versucht also etwas aufzubrechen, was über Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsen ist. Nämlich, beziehungsweise hat es schon aufgebracht übrigens, aufgebrochen meine ich. Nämlich, dass wir die unschuldigen, kleinen und Schwachen schützen vor Dingen, mit denen sie noch nicht umgehen können. Wir schützen ja auch jemanden, der geistig eine Behinderung hat und noch nicht so weit ist, den schützen wir ja ebenfalls davor. Den schützen wir, den betreuen wir länger in der Gesellschaft, weil wir eben wissen, er muss erst die geistige Reife haben und die körperliche, um etwas zu schaffen. Wenn er die nicht hat, wird es nie funktionieren. Ich glaube, ich sehe gerade Martin Lejeune, aber egal. Verzeihung, ich war gerade sehr überrascht. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie alle zu ihren Freunden gehen, zu ihren Bekannten gehen und vor allem aufpassen, was in den Schulen gemacht wird. Lehrer dürfen nicht einfach so das Klassenzimmer verlassen, wenn fremde Gruppierungen, die keinerlei Legitimation um ihre Kinder unterrichten. Das dürfen sie nicht. Sie können dagegen vorgehen, sie können dagegen sogar ganz massiv vorgehen. Machen Sie es auch. Sie können sich immer an uns wenden, wir bieten Ihnen alle Informationen und jeden Kontakt, den Sie dann brauchen, das kriegen wir alles hin. Aber ganz wichtig, Sie können gegen das meiste vorgehen. Wenn es dann mal passiert ist, ist es nämlich zu spät. Und eine Kinderseele ist was ganz Angreifbares. Wenn einmal was Schlechtes eingepflanzt ist, kriegt man es ganz, ganz lange nicht weg. Das zeigt jegliche Kindesforschung, das zeigt jegliche Sexualkundeforschung, dass es eben nicht eine Sache ist, die einfach auf einer Entscheidung beruht, die ich heute treffe oder morgen treffe, sondern Dinge, die in uns drin bleiben. Wer einmal mit Schmutz beworfen worden ist, kann sich quasi dem Bild folgend nicht mehr ganz abwaschen. Bewahren Sie Ihre Kinder vor dem Schmutz, arbeiten Sie dagegen und ich denke, dann können wir in eine Zukunft gehen, in denen Kinder eine unbeschwerte und lustige Kindheit haben, in denen sie Baumhäuser bauen und Fangen spielen, in denen die beste Freundin eben nicht die lesbische Lebenspartnerin ist, sondern einfach mal nur die beste Freundin, weil einfach mal Freunde auch erlaubt sind und eben ein Kind, wenn es irgendwo nackt herumtanzt, kein Sexuallustobjekt geworden ist für irgendwelche Männer, die es dann irgendwie zur Sexualität erziehen wollen oder auch Frauen übrigens, leider vorrangig Männer, also mehr Gruppe, ich mach's nicht, aber es ist leider ein männliches Problem, zumindest wenn man diese Broschüren liest. Gehen Sie dagegen vor, schützen Sie Ihre Kinder, schützen Sie unsere aller Kinder und wir können in Deutschland einer netten Zukunft entgegengehen. Tun wir es nicht, gehen wir einer kaputten und korrumpierten Zukunft entgegen. Dankeschön.